Und das sind die wichtigsten Nachrichtenthemen von heute. 5-1 in Kiew. Die Präsidenten Polens und des Baltikums sind bei Selenskyj willkommen, der Bundespräsident nicht. Ein diplomatischer Scherbenhaufen mitten im Krieg. Gegen den Benzinpreis Schock und für die Umwelt, wie das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn funktioniert und wie man es bekommt. Und die Bayern am Boden, wieder ausgeschieden im Viertelfinale der Champions League gegen den großen Außenseiter Villarreal aus Spanien. Dass die Ukraine einen Besuch des Bundespräsidenten ablehnt, stößt hierzulande auf ziemlichen Unmut. Das sei extrem ärgerlich, irritierend, ein diplomatischer Affront. Unklar ist, wie genau die Absage dem Bundespräsidialamt übermittelt wurde. In Kiew empfing Präsident Selenskyj heute jedenfalls nur die Staatschefs von Polen, Estland, Lettland und Litauen und eben nicht den Bundespräsidenten, der eigentlich auch dabei sein sollte. Er reiste gestern nach Berlin zurück. Lars Bonsack berichtet. Als Frank-Walter Steinmeier gestern den Rückflug von Warschau nach Berlin antritt, zieht seine Ausladung bereits politisch weite Kreise. In einem Hörfunkinterview macht der Bundeskanzler deutlich, dass er regelmäßig mit dem ukrainischen Präsidenten telefoniert und die Absage an den Bundespräsidenten für nicht nachvollziehbar hält. Der Bundespräsident wäre gerne in die Ukraine gefahren und hätte den Präsidenten besucht. Das ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Übrigens gerade wiedergewählt wegen seiner Verdienste und seiner Leistung mit einer großen, weit über alle Parteigrenzen hinwegreichenden Mehrheit. Und deshalb wäre es auch gut gewesen, ihn zu empfangen. Es ist jedenfalls etwas irritierend, um es höflich zu sagen. Alle Regierungsparteien stellen sich auf die Seite des Bundespräsidenten. Alle nennen mehr oder weniger offen die Ausladung einen Affront. Die Ukraine muss auch begreifen, dass bei aller Nachsicht, die man üben kann, das tatsächlich für die Bundesrepublik Deutschland ein Affront ist und sie eine Reise von Scholz in die Ukraine dadurch erschwert haben und nicht erleichtert haben. Die Linke macht darauf aufmerksam, dass Deutschland viertgrößter Waffenlieferant und größter Geldgeber der Ukraine sei. Ich finde das zutiefst problematisch, jeden Tag aus Kiew Forderungen zu stellen und dann das deutsche Staatsoberhaupt nicht zu empfangen, ist auch angesichts des brutalen Krieges von Putins so nicht zu akzeptieren, meines Erachtens. CDU-Chef Merz kritisiert die Kiewer Entscheidung, zeigt aber zugleich auch Verständnis. Offensichtlich sitzen die Vorbehalte gegen die Russlandpolitik der SPD in vielen osteuropäischen Ländern sehr tief. Und das wiederum kann ich gut verstehen. Damit ist der außenpolitische Eklat auch in der deutschen Innenpolitik angekommen. Fragen wir nach in der Ukraine bei Tim Krüger in Kiew. Gibt es denn heute Erklärungen für die Ausladung des Bundespräsidenten? Also wir haben den Kontakt zum Umfeld des Präsidenten gesucht, aber es gibt noch keine offizielle Erklärung zu dieser ablehnenden Haltung, zu den Umständen dieser ablehnenden Haltung zum Steinmeier-Besuch. Aber wie dem auch immer sei, diese ganze Diskussion über diesen Besuch kommt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Denn das Verhältnis beider Länder, vor allem das Verhältnis der Ukraine zu Deutschland während dieses Krieges, war ja nicht das Beste. Und es gab durchaus eine positive Entwicklung, und zwar am vergangenen Sonntag, als Bundeskanzler Scholz mit dem Präsidenten Selenskyj telefoniert hat. Und danach sagte Selenskyj, dass er durchaus eine positive Änderung in der Haltung der Bundesrepublik in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine festgestellt habe. Klar ist, dass der ukrainischen Regierung ein Besuch des Bundeskanzlers wesentlich wichtiger gewesen wäre. Denn dann hätte man hier in Kiew wirklich über Handfestes verhandeln können, nämlich über die Lieferung von schweren Waffen, die die Ukraine so dringend braucht für die bevorstehende oder wahrscheinlich bevorstehende Großoffensive der russischen Streitkräfte im Osten und im Südosten des Landes. Dankeschön nach Kiew, Tim Krüger. Der Überfall Russlands auf die Ukraine führt gerade in Finnland und Schweden zu einem Meinungswandel. Beide bislang neutralen Länder denken laut über einen NATO-Beitritt nach. Noch ist in der Region nur Norwegen in dem westlichen Verteidigungsbündnis. Käme Finnland dazu, dann würde sich die direkte Grenze zwischen Russland und dem NATO-Gebiet mit 1300 Kilometern mehr auf einen Schlag verdoppeln. Bei Schweden steht vor allem die strategisch wichtige Insel Gotland im Blickpunkt. Heike Kruse berichtet.
Seit Wochen zeigt die schwedische Armee Präsenz, wie hier auf der Ostseeinsel Gotland. Eine Warnung an Russland soll das sein. Und Schweden fasst eine NATO-Mitgliedschaft immer mehr ins Auge. Heute kam die finnische Ministerpräsidentin nach Stockholm. Denn beide Regierungen diskutieren dieselbe Frage. NATO-Beitritt ja oder nein? Wir müssen das wirklich herausfinden. Was ist das Beste für Schweden und für unsere Sicherheit und unseren Frieden in dieser neuen Situation? Natürlich ist es für uns wichtig, die aktuelle Diskussion in Finnland zu verfolgen. Deshalb sind wir in einem sehr engen Austausch. Um 700 Millionen Euro hat Nachbar Finnland gerade seinen Verteidigungshaushalt erhöht. Es gibt verschiedene Sichtweisen, den NATO-Beitritt beantragen oder nicht. Wir müssen das alles sehr gründlich analysieren, so wie das Magdalena gesagt hat. Wir werden diese Diskussion in den kommenden Wochen im Parlament führen. Das finnische Parlament erhielt heute einen Bericht der Regierung als Diskussionsgrundlage. Eine Art Für- und Wider-NATO-Beitritt ohne konkrete Empfehlung. Laut Umfragen sind inzwischen 70% der Finnen für die NATO-Mitgliedschaft. Anfang des Jahres waren es gerade 30%. Wegen seiner Sicherheit sollte Finnland nun doch der NATO beitreten. Ich bin dafür, trotz Risiken. Aber der Ukraine-Krieg zeigt, dass man Russland nicht trauen kann. Die große Befürchtung der Beitrittsgegner, Russland könnte Cyberangriffe starten oder sogar Grenzkonflikte provozieren. Eine schwierige Entscheidung. Aber Finnland und Schweden wollen sie noch in diesem Frühjahr fällen. Wie geht's weiter mit den Bundeswehreinsätzen in Mali? Das hat Außenministerin Baerbock gestern mit den Soldaten besprochen. Heute traf sie auf Staatschef Goita, den das Militär vor einem Jahr an die Macht putschte. Baerbock forderte Wahlen und ein klares Bekenntnis zur Demokratie. Außerdem sagte sie, solange Mali eng mit russischen Akteuren zusammenarbeite, könne Deutschland nicht weiter malische Streitkräfte ausbilden. Eine Rentenerhöhung wie seit Jahrzehnten nicht mehr hat das Bundeskabinett auf den Weg gebracht. Ab 1. Juli geht es im Osten um mehr als 6% hoch, im Westen um über 5%. Allerdings fürchten Wohlfahrtsverbände, dass die Inflation das meiste auffrisst. Auch die Erwerbsminderungsrente soll wieder angehoben werden, 2024 um bis zu 7,5%. Sie geht an Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können. Außerdem sollen ja alle finanziell entlastet werden, die unter den hohen Tankpreisen leiden. Und zwar ab Juni für 3 Monate. Zum einen sinkt solange die Energiesteuer auf Sprit. Dadurch könnte 1 Liter Benzin 30 Cent günstiger werden, 1 Liter Diesel 14 Cent. Zum anderen soll es ein Billigticket für den Nahverkehr geben, 90 Tage lang für 9 Euro pro Monat. Wie das funktioniert und wo es noch hakt, zeigt Roman Leskova. 3 Monate lang Bus und Bahn zum Sondertarif. Das 9-Euro-Ticket soll kommen. Interessierte können es bald am Schalter, online oder am Automaten kaufen, heißt es. Deutschlandweit soll es gelten, allerdings nur in regionalen Verkehrsmitteln. Die Anbieter rechnen mit mehr Fahrgästen bei gleichem Angebot. Wir werden vollere Busse und Bahnen in Deutschland sehen. Wir werden auch überfüllte Busse und Bahnen in Deutschland sehen. Es gibt keine nennenswerten Reserven, die wir da nachschieben können. Wer bereits ein Abo- oder Semesterticket hat, soll anteilig Gutschriften oder Erstattungen erhalten. Die Anbieter versprechen, das automatisch zu verrechnen. Fahrgastverbände befürchten überfüllte Regionalzüge Richtung Küste in der Ferienzeit. Zudem kritisieren sie, dass der Fernverkehr nicht berücksichtigt werde. Diejenigen, die von Berlin nach Wolfsburg pendeln mit dem ICE, die von Mannheim nach Stuttgart, von Göttingen nach Hannover, von Kiel nach Hamburg den Fernverkehr nutzen, die haben alle nichts davon und die schauen in die Röhre und das ist ungerecht. Wegen der gestiegenen Energiekosten ist das 9-Euro-Ticket als finanzielle Entlastung gedacht. Umweltverbände hoffen, dass Autofahrer wegen der attraktiven Preise auf Bus und Bahn umsteigen. Um sie zu halten, fordern Mobilitätsforscher Anreize über die 3 Monate hinaus. Man darf nicht mehr ganze Abos anbieten, sondern man muss Teilleistungen anbieten, flexiblere Angebote machen, sodass Menschen, die im Homeoffice sind, kein Abo kaufen müssen und dennoch beim ÖPNV bleiben. Ab 1. Juni soll das 9-Euro-Ticket gelten. Von Verbandsseite heißt es, dass es das Angebot auch für nur 1 oder 2 Monate geben soll.
Und auch heute der Blick auf die Corona-Zahlen. Die 7-Tage-Inzidenz geht weiter zurück auf jetzt 1044,7. Das Robert-Koch-Institut hat 176.303 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. 38.682 weniger als vergangenen Mittwoch. 361 Todesfälle kamen dazu. Chinas Anti-Corona-Strategie ist radikal und rücksichtslos. Der nicht enden wollende Lockdown in Shanghai stürzt viele der 26 Millionen Einwohner in Existenznot. Eingesperrt in der eigenen Wohnung haben nicht alle genug zu essen, es fehlt an Medizin. Und die Zahl der Neuinfektionen in Chinas größter Stadt steigt. Mehr als 26.000 Ansteckungen melden die Behörden heute. Ein neuer Höchststand, Ulf Röller berichtet. Nur blühende Landschaften zeigt das chinesische Staatsfernsehen. Mittendrin Präsident Xi. Von Corona-Krise ist in diesen Bildern keine Spur. Shanghai dagegen meidet der Präsident. Die Millionenmetropole ist seit Wochen im Ausnahmezustand. Im Netz macht sich Frust breit. Die Menschen protestieren für ein Ende der Quarantäne, schreien um Hilfe. Unter Shanghais Stillstand leiden nicht nur die Bürger, sondern auch die Wirtschaft. Wang Naiyi ist seit mehr als 2 Wochen in Quarantäne. Er musste, wie die meisten, sein Geschäft schließen. Wenn es keine einzige Maschine mehr fliegt und kein einziger Zug mehr in Shanghai reinfährt oder dass alle in Lockdown sind, der wirtschaftliche Schaden ist gleichzusetzen mit einem regionalen Krieg. Der Lockdown in Shanghai bremst auch den Frachtverkehr im größten Hafen der Welt. Die globalen Lieferketten und damit die Weltwirtschaft drohen Schaden zu nehmen. China ist eine Exportweltmeister und das zeigt sich natürlich daran, dass zum Beispiel jetzt 30% aller Produkte weltweit irgendein kleines Teilchen von China drin haben. Und deswegen, wenn China einen Schnupfen bekommt, dann haben wir unter Umständen weltweit irgendwann mal eine Grippe. Es gibt Hoffnung. Der Lockdown in Shanghai wird langsam gelockert. Die Ersten dürfen wieder ihre Wohnung verlassen.